Hallo liebe YouTube-Gemeinde und willkommen mal wieder zum nächsten Part von Assassin's Creed 4 Black Flag mit Edward Kenway. So, der jetzt endlich seine Templerrüstung hat. Die, naja, mir ehrlich gesagt ein bisschen irgendwie zu, weiß ich nicht, zu ausladend ist oder wie man das auch immer nennen will. Aber na gut, gucken wir mal. Auf jeden Fall, hatte ich ja im letzten Part gesagt, geht's jetzt mit der Story weiter. Und dazu muss ich hier nach Tulum, quasi in das Assassinen-Hauptquartier, wie auch immer. Und hier kann ich mir auch die Maya-Montur holen oder was auch immer ich mir da holen kann. Ich weiß es ja ehrlich gesagt nicht, weil die Steine müsste ich alle haben. Von daher machen wir da mal wieder eine Schnellreise hin. Und so langsam nähere ich mich, glaube ich, auch dem Finale von Black Flag. So viel, na, oder doch, was heißt, so viel wird nicht mehr kommen. Es wird garantiert noch was an Story kommen, aber ja, wie viele Parts das jetzt noch werden, ich weiß es nicht. Aua. So, jetzt muss ich mir erstmal wieder den Weg suchen. Wie war denn das? So, da sind ja alle zum Glück Freunde hier. Ist hier lang? Ja, das sieht gut aus. Halt. Da ist die Tür doch. So, dann gucken wir mal, was sich dahinter verbirgt. Müsste eigentlich alle Steine haben. So. Die Maya-Montur. Verliehen für den Abschluss der Aktivitäten an der Maya-Stele. Stele, wie auch immer. Der Legende nach wurde diese Maya-Montur mit Hilfe von Materialien der ersten Zivilisation angefertigt und kann Geschosse aus Metall ablenken. Geil. Yeah, Baby. Das ist doch mal was. Aber die sieht man, oder? Na, doch, doch, sieht man. Okay. Na, den. Dann suchen wir mal, na wahrscheinlich ja hier den Mentor, wie heißt der, Abatai, Abatamai, irgendwie sowas. So, und los geht's. Herr Gott, Hadi, was ist denn hier geschehen? Du bist geschehen, Edward. Der Schaden von vor 6 Jahren ist noch nicht verheilt. Es ist nicht leicht, mich zum Freund zu haben, oder? Bist du deshalb hier? Neben jemandem zu kämpfen, der so von Reichtum und Ruhm besessen ist, ist ein hartes Los, Edward. Und ich habe erkannt, dass die Assassinen und ihr Credo ein ehrenvollerer Kurs sind. War ich zu hart zu dir? Nein. Jahrelang streifte ich umher, nahm mir alles, was mir gefiel und scherte mich nicht um die, die ich verletzte. Nun stehe ich hier, mit Reichtum und einem Ruf, doch keinen Deut klüger als einst. Und wenn ich zurückblicke auf den Kurs, den ich einschlug, so ist mir kein Mann und keine Frau geblieben, für die ich Liebe empfinde. Es ist noch Zeit, das zu ändern, Captain Kenway. Mary. Bevor sie starb, bat sie mich, alles in Ordnung zu bringen. Zu richten, was ich zerbrach. Könnt ihr mir helfen? Mary hat euch sehr gern gehabt, Edward.
Sie sah etwas in eurer Haltung, das ihr Hoffnung gab. Ihr würdet euch uns eines Tages anschließen. Ei, das sagte sie. Und was haltet ihr von unserem Credo? Schwer zu sagen. Denn wenn gar nichts wahr ist, warum noch an irgendwas glauben? Und wenn wahrhaft alles erlaubt ist, warum nicht jeder Laune folgen? Ja, warum nicht? Es mag sein, dass diese Idee nur der Ursprung einer Weisheit ist, nicht seine finale Form. Ein gewaltiger Fortschritt gegenüber dem Edward, den ich vor vielen Jahren traf. Ah. Also, was denkt ihr? Ich muss mich noch daran gewöhnen. Der zweite Angriff diesen Monat. Ich hätte schon vor Jahren umsiedeln sollen. Ich habe das alles zu verantworten, doch nun werde ich euch beistehen. Es bedarf mehr als ein paar Gefallen, um ein wahrer Assassine zu sein, Edward. Ein Schritt nach dem anderen. Hm. Ja, Kapuze gibt's nichts mehr. Gibt's nicht mehr. Scheiße. Wurfpfeile verfügen über tödliche Klingen mit Widerhaken. Drücken Sie Dreieck, wenn Sie sich über Ihrem Ziel befinden, um ein Attentat zu verüben. Halten Sie Dreieck, wenn Sie sich über Ihrem Ziel befinden, und bewegen Sie L, um ein Attentat zu verüben und den Gegner zu hängen. Ziehen Sie auf einen Gegner und drücken Sie Dreieck, um ihn zu sich heranzuziehen. Mhm. Ein weiterer Angriff kommt. Wachen hängen und heranziehen. Wachen hängen 2 und heranziehen 3. Okay. Zum Strand! Ah, bist du? Ed, hilf! So. Bleibt nah, Edward! Folgt mir nach! Pronto estarás criando malva! So. So, Feierabend. Echt jetzt? Edward, was soll der Scheiß? Alter, wieso springt der denn von da nicht? Oh, muss ich gerade drauf zulaufen, damit du das kapierst, ja? Mann. Mit einer von euch einen Wurfpfeil bei sich? Wahrscheinlich Wunschdenken. Aber wer weiß. Na. Echt jetzt? So. Schön, dich hier zu sehen, Bruder. Schnell und sauber, Edward. Sie verdienen einen gnädigen Tod. Mensch. So, einen muss ich noch hängen. Steckt sich auf seinem Schiff.
Hep. Los jetzt. Mensch, ey. Nach. Gibt's doch nicht, du stehst noch. Komm, lad nach. Schnell, schnell, schnell. Wow. Wollt ihr mich verarschen? Verpisst euch! Geht doch. Na ja, gut. Ein zu wenig gehängt, aber naja. Und weiter im Text. Auch diesmal habt ihr unseren Dank, Edward. Nun seid ihr willkommen. Hab Dank, Sir. Ich ruhe mich etwas aus vor der Weiterreise, wenn ich darf. Wie geht's Ihrem Kind? Sie ist sehr stark, aber nicht unbesiegbar. Edward. Es tut mir schrecklich leid. Wäre ich noch im Kerker, hätten sie ihn mir abgenommen. Aber er würde noch leben. Vielleicht will Gott mir damit sagen, ich sei nicht bereit, eine Mutter zu sein. So wie ich mich aufführe. Fluchen und trinken und kämpfen. Du hast ein Kämpferherz, Ei. Im Kerker hörte ich Geschichten von der großen Anne Bonny und Mary Read, die es mit der ganzen Royal Navy aufnahmen. Nur ihr beide. Das ist wahr. Und wir hätten gewonnen, wenn Jack und die Jungs nicht betrunken unter Deck gelegen hätten. Ach, Edward. Alle sind fort, nicht wahr? Mary, Rackham, Thatch. Und der Rest? Ich vermisse sie sehr. So rau es auch war. Spürst du das auch? Diese Leere im Innern? Tu ich. Teufel auch, das tue ich.
Lukaku, die hat ihr Kind anscheinend auch verloren. Werft Anker! Ich weiß sehr wohl, wie meine Ziele aussehen. Doch wie finde ich sie? Wir haben Spionen und Helfer in jeder Stadt. Besucht unsere Büros, dort bekommt ihr Hilfe. Das gilt für Torres und Rogers. Doch Bartholomew Roberts ist nicht in einer Stadt. Das kann Monate dauern. Oder Jahre. Doch ihr seid talentiert und habt Qualität, Captain Kenway. Ich glaube, ihr findet ihn. Und wenn du Hilfe brauchst, kannst du dich jederzeit auf deinen Quartiermeister verlassen. Quartiermeister! Wie lautet unser Kurs? Nach Westen, Captain, sofern Kingston noch unser Ziel ist. Das ist es, Miss Bonnie. Den Befehl! Anker lichten und Segel setzen, Männer! Wir segeln nach Jamaika! So. Wie fühlt es sich an, so laut zu brüllen? Ich war schon lauter. Und zu Männern auch gröber. Hinter der Theke im Old Avery, meinst du? Ja, unter anderem. Außerdem bin ich mit Mary und Rackham gesegelt, vergiss das nicht. Natürlich. Mary hat sich um das Schiff gekümmert, Jack erledigte das Trinken. Hat Mary... Hat sie dir je verraten, wer der Vater des Kindes war? Es war ein junger Bursche. Ein Seemann auf unserer letzten Fahrt. Der arme Kerl kam im Kampf ums Leben. Der einzige Mann nüchtern genug, sich zu wehren. Es gibt so vieles, was ich von Mary nicht wusste. Ich hieß sie einen Freund. Doch war ich auch einer für sie? Sie hielt große Stücke auf dich. Mach dir deshalb keine Sorgen. Ah. Gut, das zu hören. So, dann schauen wir erstmal Herstellung. Zeit nicht verfügbar. Ja, Krokodilleder. Geil. Hätte ich das zweite eben häuten können? Oh, Hass. Na gut, herschwenken kann ich es nicht, weil ich gerade hier am Steuer stehe. Davon mal ganz abgesehen. Aber, da. So, ab nach Kingston. Oh, jetzt kann ich aber was herstellen, hoffe ich, ne? Mhm. So, und einmal Krokodil-Dingens. Ach so, aha, kann ich das hier kaufen? Nee, ne? Vielleicht doch bestimmt. Nur bei mir zu Hause kaufen, bei dem Händler. Na, erstmal mal überhaupt gucken, ob ich kann irgendwas verkaufen. Jo. Büchenfracht haben wir. So, Zucker und Rum. Dann Munition für die Jackdaw. Ein paar Mörser brauchen wir. Den Rest haben wir, gut. Mutually agreeable, I'm sure. Mhm. Ach, Quatsch, Karte wollte ich. So. Willst du die Wachen loswerden, mein Freund? Gucken wir erstmal ihn auf. Mal gucken, ob ich hier auch Jagdbeute kaufen kann. So, Fracht, Jagdbeute kaufen, jawohl. Hier ist Krokodilleder, da ist es. Quatsch. So, Herstellung. Wurffallbeutel 2. Sülle.
Dann kaufen wir nochmal Munition. Hier haben wir. Da fehlen ein paar. Ja, genauso. Und bei den anderen. Ja, da fehlen sowieso welche. So. My thanks. Arrivederci. War da eben schon wieder für eine Abstergo-Herausforderung. So, da muss ich also hin. Hm. Und runter. Oh, kein Gouverneur mehr. Captain Kenway. Ihr habt etwas für mich? Den Aufenthaltsort des Templers Woods Rogers. Der ist auf einer kleinen politischen Feier, also seid leise. Man munkelt, King George bestellt Rogers zurück nach London. Ei, unzufrieden mit seinem Fortschritt in Nassau. Weil es immer noch zu viele Piraten gibt, habe ich gehört. Du musst dich verkleiden, um die Puderquasten auf der Feier zu täuschen. Ich schlage diesen Diplomaten vor. Ruggiero Ferraro. Der steht schon lange auf unserer Liste. Ich verstehe. Sendet ihr das hier nach England für mich? Ei. Morgen läuft ein Schiff aus. Caroline Scott Kenway, Hawkins Lane, Bristol. Hm. Okay, dass die Kapuze fehlt, ist echt ein bisschen doof. Finde ich jetzt. Die war so stylisch. Okay. Ah. Ah, da ist er. Wir gehen, wenn ich habe fertig. Va bene. Ich bin bereit. Gehen wir. Just go before you regret. Just listen to you, savages. If there's anything you need that I don't have, I'll find it for you. Ja, dann verfolgen wir noch erstmal. Diese Stadt besitzt keinerlei Schönheit, keinerlei Lebensfreude, kein ästhetischer Plan. Ihr lauft herum wie die Tiere, wie das Vieh ohne jeglichen Anstand. So. Idioten. Ihr seid alle Idioten. Warum ihr Engländer glaubt, ihr könntet die Welt beherrschen, ist mir Schleier. Den Herren für importierte Wein. Okay. Wer trinkt schon mehr als einmal im Monat Rom? Mio Dio, das ist widerlich. Bastardo, ich habe mich verlaufen. Hä? Wie, ich wurde entdeckt? Was ist das denn? Wie hat der mich dann so schnell entdeckt, bitte? Alter. Oh. Va bene. Ich bin bereit. Gehen wir. Och man. Na toll, ey. Jetzt muss ich nochmal durch die Stadt verfolgen. Oh.
Diese Stadt besitzt keinerlei Schönheit, keinerlei Lebensfreude, keine ästhetische Plan. Ihr lauft herum wie die Tiere, wie das Vieh ohne jeglichen Anstand. So. Idiot. Ihr seid alle Idioten. Warum ihr Engländer glaubt, ihr könntet die Welt beherrschen, ist mir schleierhaft. Ah, okay, weiter. Ah, da geht eine Leiter hoch, okay. Preise den Herren für importierte Weine. Edward, hoch. Wer trinkt schon mehr als einmal im Monat Rum? Mio Dio, es ist wie. Stylisch. Na, dann bleiben wir doch mal verkleidet. Salve. Bitte verzeiht mir meine Verspätung. Ich bin Ruggiero Ferraro. Hi, Mr. Ferraro. Kein Problem. Das Italienische hat er schon mal gut drauf. Ladies and Gentlemen, einen Toast auf meine kurze Zeit als Gouverneur der Bahamas. Denn unter meiner Führung haben stolze 300 Piraten das Generalpardon akzeptiert und der Krone die Treue geschworen. Und doch, trotz all meiner Erfolge, ruft euch ein Zimmer. Seine Majestät mich zu entlassen und beruft mich zurück nach England. Bravo! Gott segne, Fatzke. Darum, hurra! Hurra auf die Tomaten aus einem Schnösel, die mit einem Stock im Arsch die Welt regieren. Hurra! Und wie geht es, Mrs. Rogers, heute? Ich habe nicht die geringste Ahnung und ich habe sicher nicht vor, Sie danach zu fragen. Wir trennten uns vor beinahe 5 Jahren und das war für uns beide wohl das Beste. Bitte verzeiht meine Neugier, Governor. Vielleicht bin ich später freundlicher, wenn sich mein Verstand verabschiedet hat. Wer weiß. Ah, hier ist eine Bank. Oh, es ist die Frage, wie lange braucht er, bis er wieder hier vorbeikommt. Eure Entlassung ist eine Affenschande, Rogers. Ihr habt mein Vertrauen. Auch jetzt. Nun, es steht noch nicht fest, gewiss nicht. Wenn der König mich anhört, kommt er sicher zu einer vernünftigen Lösung. I'll wager a tidy share of their Hills games finds its way to Watchman's verses. Father Emmett was most put out. They almost broke the poor man's head with their cudgels. To think this quarter used to be the pride of the city. Not so. The meeting was adjourned before the motion could be tabled. Mm-hmm. Okay. Half the local businessmen simply stood up and retired. Es ist die Frage, wie lange dauert es, bis er wieder hier ist.
Roger? Lass dir Unerledigtes zurück? Ja, dass ich die Instandsetzung von Nassau aus eigener Tasche zahlte. Mehr als 3/4 der Arbeiten auf dieser vermaledeiten Insel bezahlte ich von meinem eigenen Geld. Und wenn das nicht Beweis meiner Hingabe ist, dann ist der König ein Narr. Ist er etwa pleite? I don't converse with Dandy Pratt. Ich zwang die Barbaren von Nassau in die Knie, bei Gott, und so will man es mir danken. Ich glaube es nicht. Verdammt richtig, so war es, Rogers. Und falls ihr zu Hause einen Leumundszeugen braucht, gebe ich euch gern einen Empfehlungsschreiben. You're not some cloak-twitching prig, are you? Ich bin mal gespannt, das kann doch nicht so einfach sein, den zu eliminieren. Shove off, you totty-headed wag. Und wie geht es, Mrs. Rogers, heute? Ich habe nicht die geringste Ahnung und ich habe sicher nicht vor, sie danach zu fragen. Wir trennten uns vor beinahe 5 Jahren und das war für uns beide wohl das Beste. Bitte verzeiht meine Neugier, Governor. Vielleicht bin ich später freundlicher, wenn sich mein Verstand verabschiedet hat. So denn? Genau, komm jetzt hier lang. So ist das schön. Get out of here. Home. Yes, home. Du warst selbst ein Freibeuter. Warum hast du so wenig Respekt vor Männern, die nur ihren eigenen Weg gehen wollen? Du wirst meine Gründe niemals verstehen können, Cretin. Du, der du im Leben immer nur zerstört hast, was unsere Zivilisation groß macht. Ich kann es verstehen. Ich sah das Observatorium und kenne seine Macht. Du würdest damit doch nur spionieren, erpressen und sabotieren. Ja. Und alles für einen höheren Zweck. Für die Gerechtigkeit. Um Lügen zu ersticken und Wahrheit zu suchen. Kein Mensch auf Erden braucht eine solche Macht. Und doch erträgst du es, dass Roberts es nutzt. Nein. Ich hole es zurück. Und wenn du mir sagst, wo er ist, halte ich ihn auf. Hier, am Ende der Klinge, finde ich doch noch einen Freund in dir. Principe. Verrückter Hund. Unsere Quellen sagen Principe. Na, da haben wir noch auch das erste Mal oder letzte Mal gefunden. Take no notice, just let me pipe right up. Take no notice. Ist Captain Rogers verletzt? Eine Revolte? Was geht hier vor? Dieser Mann da! Der Italiener! Der war's! Nun ist aber Schluss hier. Assassin im Büro, wo ist es denn? Da ist es. Quer durch Nassau. Bin ich in Nassau? Ja, ne? So. Erledigt. Wohin jetzt? Pack deine 7 Sachen, wir segeln nach Afrika. Hm.
Ach, den Diplomaten aus seinem... Jetzt verstehe ich's. Okay, alles klar. Diplomaten, wo ich die Verkleidung vorher her hatte. Jetzt verstehe ich das. So, der Part ist damit auch wieder am Ende. Ich hoffe natürlich wieder, euch hat's gefallen. Falls ja, dann ja, würde ich sagen, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wenn die nächste Folge online geht, dann hinterlasst am besten auch ein Abo auf meinem Kanal da. Und dann kriegt ihr nämlich immer eine Benachrichtigung, wenn Videos online gestellt werden oder wenn ich im Livestream online gehe. In diesem Sinne hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikowski.